Physischer Körper. Physischer Körper ist die Bezeichnung zum Beispiel im Yoga für den Körper, der gemacht ist aus Atomen und Molekülen. Das, was physisch fassbar ist, was du mit deinen Händen fassen kannst, was du mit deinen Augen sehen kannst, was du vielleicht auch riechen könntest, das ist der physische Körper. Im Yoga gehen wir davon aus, dass es ja nicht nur einen Körper gibt, den physischen Körper, sondern wir haben auch einen Astralkörper und wir haben auch einen Kausalkörper. Und der physische Körper wird genannt Stula Sharira, was auch heißt grobstofflicher Körper. Im Unterschied zu Sukshma Sharira, das ist der Feinstoffkörper, oder Karana Sharira, der Körper Sharira, welcher die Ursache ist für alles andere. Karana Ursache, deshalb Kausalkörper. Der physische Körper wird auch genannt Anna-Maya-Kosha, die Hülle, Maya gemacht aus Anna, aus Nahrung. Der physische Körper besteht aus dem, was du isst und was du trinkst und was du atmest. All das zusammen macht den physischen Körper aus. Der physische Körper unterliegt den physischen Gesetzmäßigkeiten, aber nicht nur. Der physische Körper als dein Instrument. Yoga sagt, du bist nicht der physische Körper, du bist die unsterbliche Seele. Du hast eine Psyche und du hast einen physischen Körper. Der physische Körper ist dein Instrument, mit dem du Erfahrungen machst, sodass du Erfahrungen machst, anhand derer du wachsen kannst, anhand derer du lernen kannst. Leben ist eine Schule, Schicksal ist Chancen, du bist hier, um zu lernen und deshalb du erntest die Früchte deines Karmas in einem physischen Körper. Umgekehrt, du hast Aufgaben in dieser Welt und ein physischer Körper ist ein Instrument, um hier Aufgaben zu erledigen. So hat der physische Körper 5 Sinnesorgane, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, mit denen du Erfahrungen machen kannst, die weitergegeben werden an deine Psyche, über die du das verarbeiten kannst und so eben lernen kannst. Und du hast 5 Handlungsorgane, mit denen du über den physischen Körper Dinge tun kannst. Also mit den Händen kannst du Dinge tun, mit den Füßen kannst du dich durch die Gegend bewegen, durch den Mund kannst du Sachen essen und du kannst sprechen und durch die Geschlechtsorgane kannst du dich fortpflanzen, durch die Ausscheidungsorgane kannst du das, was du aufgenommen hast, wieder weitergeben. Und so hast du also einen physischen Körper als Instrument, um Erfahrungen zu machen, daran zu lernen und deine Aufgaben gerecht zu werden, also Dinge zu tun. Beides ist Karma. Du bist nicht der Körper, sondern du hast einen Körper. Körper als Raumanzug. Der physische Körper ist wie ein Raumanzug. Angenommen, du wolltest auf den Mars gehen, um dort einiges zu tun, dann kannst du das nicht in deinem physischen Körper allein, du brauchst einen Raumanzug. Du nimmst deinen Raumanzug und über den Raumanzug kannst du dich dann dort besser bewegen. Du kannst atmen, du kannst Dinge wahrnehmen. Eventuell hast du irgendwelche Analyseinstrumente mit und die Atmosphäre und alles für dich hörbar, sichtbar machen. Und vielleicht kannst du sogar Dinge fühlen über diesen Raumanzug. Du wirst nicht zum Raumanzug, wenn du einen Raumanzug anziehst. Mit dem Raumanzug kannst du Erfahrungen machen und du kannst etwas tun. Und so ähnlich, du bist in dieser Welt mit dem Raumanzug physischer Körper. Du bist nicht der Raumanzug, aber du hast einen physischen Körper. Bestandteile des physischen Körpers. In der Yoga-Vedanta-Philosophie werden von verschiedenen Bestandteilen des physischen Körpers gesprochen. Es wird zunächst einmal gesagt, der physische Körper besteht aus 5 Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Erde sind alle festen Bestandteile des physischen Körpers, wie zum Beispiel die Knochen oder auch die Nägel und die Haare. Wasser sind alle flüssigen Bestandteile des Körpers, wie zum Beispiel das Blut, die Lymphe, die Zwischenzellflüssigkeit. Und letztlich auch die Zellen selbst sind in ihrem Inneren durchaus teilweise flüssig. Dann gibt es die Luft. Und die Luft sind die gasförmigen Bestandteile des physischen Körpers. Zum Beispiel, was jetzt in deinen Lungen ist, ist gasförmig.
Und letztlich sind auch Gase wie Sauerstoff und Wasserstoff gelöst in deinem Blut und dann kommen sie auch in die Zellen. Dann gehört dazu das Feuer. Und Feuer ist die Wärme des Körpers. Im Feuer wären auch die Transformationsprozesse des Körpers. Feuer wird ja als Agni bezeichnet, also ein wichtiger Bestandteil des physischen Körpers. Und schließlich gibt es Äther. Und Äther auf Sanskrit Akasha wird auf zwei Weisen interpretiert. Zum einen ist der Raum, den der physische Körper einnimmt. Zum anderen ist es aber auch alles, die ganzen, man könnte sagen, das elektromagnetische Spektrum, was ja auch den physischen Körper ausmacht. Also diese feineren Kräfte, die aber noch physische Kräfte sind, entsprechen dem Äther. Zum Beispiel kommunizieren ja die Nerven über Elektrizität. Zum Beispiel hat der Mensch auch ein Magnetfeld und auch über dieser Magnetismus des Menschen hat einen Einfluss. Man weiß zum Beispiel, dass auch der Mensch beeinflussbar ist über Magnetismus, also über einen physischen Magneten. In diesem Sinne, elektromagnetisches Spektrum und verschiedene andere subtile Schwingungen und Energien, die aber noch physisch sind, all das ist Äther. Kümmere dich um deinen physischen Körper, aber identifiziere dich nicht damit. Kümmere dich um deinen physischen Körper, sorge dafür, dass er gesund ist. Du kannst über zum Beispiel Yoga-Asanas, das ist sehr gute Körperübung für deinen physischen Körper. Du kannst natürlich auch noch andere Körperübungen machen, du kannst auch Sport und so weiter machen. Trainiere deinen physischen Körper. Der physische Körper braucht Körperübung. Atme tief und atme gesund. Auch über Atemübungen kannst du deinen physischen Körper positiv beeinflussen. Lerne tiefe Bauchatmung als Grundatmung zu etablieren. Nutze Atemtechniken im Alltag und mache Atemübungen, die dort deine Lungen trainieren und dein Herz-Kreislauf-System trainieren. Übe Tiefenentspannungstechniken. Der physische Körper braucht Entspannung und gerade in einer stresshaften Welt braucht die Gesundheit des physischen Körpers tägliche Tiefenentspannung. Sorge für gesunde Ernährung. Iss täglich Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salate und Obst. Wenn du dich so ernährst und auf viel Zucker, Alkohol verzichtest und insbesondere auf Fleisch, Fisch, Eier verzichtest, am besten auch auf die Milchprodukte, aber dabei vollwertig dich ernährst, dann gibst du deinem Körper die richtige Nahrung, die er braucht. Der physische Körper besteht aus Anna, auf Sanskrit heißt das Nahrung, und diese Nahrung soll gesund sein. Also ernähre dich gesund. Weitere Tipps für einen gesunden physischen Körper. Gesunde Schlafgewohnheiten, gesunde Wohnung, an die frische Luft gehen, jeden Tag mindestens 20 Minuten tagsüber nach draußen zu gehen, sind noch einige Tipps. Dann reinige deinen physischen Körper mit Kriyas oder mit Panchakarma-Kur oder eins-, zweimal im Jahr eine fünftägige Fastenkur. Iss nicht zu viel und zu häufig, mache vielleicht auch ein Intervallfasten, einen Tag die Woche nicht essen oder auch zwischen Abendessen und nächster Mahlzeit 12 bis 16 Stunden Pause lassen. All das sind auch noch einige Tipps für den physischen Körper. Ist dein physischer Körper krank, dann kümmere dich um ihn. Das geht mit Naturheilkunde, das geht mit gesunden Gewohnheiten, das geht mit Reinigungstechniken und natürlich auch, indem du einen Arzt besuchst oder Heilpraktiker, die dir dann helfen, wie du wieder gesund werden kannst. Viele Erfahrungen des physischen Körpers sind keine physischen Erfahrungen. Yogis sagen, dass der physische Körper gesteuert wird durch das Prana. Letztlich ist Hunger und Durst laut Vedanta keine Funktion des physischen Körpers, sondern eine Funktion des Pranas. Und auch, ob du dich lebendig fühlst und voller Kraft oder schlapp, ist nichts mit dem physischen Körper, sondern es ist eine Frage des Pranas. Und wie deine Haut strahlt und so weiter, ist auch nicht nur eine Frage des physischen Körpers, ist eine Frage von Prana, der Lebensenergie. Und der physische Körper, ob er gesund ist oder nicht, hängt auch von deiner Psyche ab. Wenn du voller Ängste bist, wenn du traurig, depressiv bist, wenn du frustriert bist oder irgendwo ein Hass dich verzehrt, hat es Einfluss auf deinen physischen Körper.
positives Denken, optimistische Gedanken, Visualisierung, Affirmation, Autosuggestion oder auch eine Psyche, die von Liebe und Mitgefühl erfüllt ist und einen Sinn im Leben sieht, all das hilft, dass der physische Körper gesund ist. Du bist nicht der physische Körper, du bist das unsterbliche Selbst. In der Meditation löse dich vom physischen Körper. Beobachte die Funktionen, den Atem und so weiter, aber lasse los. Verlasse die Ebene des physischen Körpers und erfahre dich als unendliches Bewusstsein, eins mit der Weltenseele, Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Gefällt dir dieser Vortrag? Dann klicke schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder teile diese Sendung mit anderen. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de.